geht ab, YouTube? Mein Name ist Sonori und willkommen mal wieder zu einem, ja, doch schon recht krassen Gameplay. Und zwar ist es mein letztes Gefecht mit der Bulldog. Bin auf Siegfriedlinie gelandet in einem Tier 8 Gefecht, also das Beste, was geht. Und ich fahre erstmal direkt nach rechts zur Einserlinie, logischerweise. Eine Stadt alleine ist natürlich ein bisschen doof, weil wir sehen, niemand fährt in die Stadt. Und ich möchte mich erstmal hier hinter dem Stein verschanzen und erstmal abwarten, dass unsere Badewanne A da mal so scouten geht, wie man sieht. Und unsere anderen Mates und Heavies stellen sich gleich mal hinter mir auf den Berg. Außer der Centurion, der prescht einfach mal vor. Genau wie die Badewanne. Aber da dachte ich, gut, lass es spotten da. Vielleicht kannst du gleich was beschießen. Und da ist auch schon ein CDC. Den ich leider nicht mehr treffe, weil er sich rechtzeitig die Kette repariert. Aber ich bin schussbereit. Ich habe nachgeladen, habe meine 10 Schuss drin. Aber ist jetzt immer nur noch der CDC. Den sehe ich gleich von hinten, aber da schieße ich glaube ich auch nicht drauf. Oder ich treffe halt nicht. Ah, doch, einmal habe ich getroffen, tatsächlich. Und da ist auch schon STA-1, den ich auch gleich beschieße. Aber so geht natürlich was daneben, lässt sich nicht vermeiden auf die Entfernung. Ah, da die Kette ab. Ein Schuss fehlt noch. Und das ist er weg. Da haben wir den ersten Kill. JT von Tal ist natürlich immer ein bisschen schwierig, auch mit der Bulldog. Der letzte Schuss ist abgeprallt. Das muss ich erstmal nachladen. 35 Sekunden, glaube ich. Ich ping noch die frohe Kaffeerunde da hinter mir an. Genau wie der Panzerknacker, unser Super Pushen, den gefällt das auch nicht so. Und womit? Mit Recht. Und wir sehen, davon ist auch schon etwas mehr gespottet jetzt, aber ich muss auch nachladen. Da bin ich fertig. Fahr wieder vor und guck, was ich da mir so gönnen kann. Ein Panther 8-8, den ich leider nicht treffe mit dem ersten Schuss. Aber der Super Pushing, der glaubt mir gelegen. Schön fährt er da mit der Seite vor. Und der kriegt jetzt ordentlich was rein, wie wir sehen von mir. Und im nächsten Schuss fackel ich ihn nämlich ab. Der Centurion schießt drauf, aber ich krieg trotzdem den Kill. Und das auch schon ein Borsig. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder nachladen. Habe ihn trotzdem 2 Schüsse reindrücken können. Aber die anderen kümmern sich da fleißig drum. Also die Seite ist ganz ordentlich hier. Und da ist der Borsig auch schon weg und der Panda 8-8 ebenfalls. Ah, da sehen wir 2 Heavys in der Stadt. Also der Löwe und der... Kann ich nicht mehr erkennen, was das war. So, jetzt habe ich ihn da nachgeladen und entscheide mich dann gleich vorzufahren. Weil den Silver Pershing treffe ich leider nicht mehr. Aber den werden wir gleich nochmal antreffen. So wie gesagt, ich fahre vor, weil so viel kann ja hier nicht mehr sein. Der Ferdinand ist auch gespottet in der City. Also recht ungefährlich jetzt hier vorzufahren. Oh, ich fahre jetzt hier vor mit dem TVP, der noch 4% hat, einen Schuss auf den JT gibt. Ich verfehle leider mit dem ersten Schuss und mit dem zweiten pralle ich auch noch ab. Aber dann rettet der TVP. Und da haben wir auch schon den besagten Super Pershing mit 74 AP, den ich dann auch noch gepflegt abschaue. Und da habe ich auch schon 3 Kills. 5 Gegner leben noch. Und jetzt geht es erstmal auf den Weg zur Arti, dachte ich mir da. Die wird auch rechtzeitig gespottet, aber ebenfalls ein Centurion 1. Dachte ich, ja, bisschen kritisch, aber YOLO. Ja, die holst du dir jetzt noch. Centurion wurde gerade beschossen. Aber der wird mir noch zu schaffen machen, wie wir gleich sehen. Aber erstmal zur Art hier. Ich konnte natürlich nichts anderes machen, als jetzt hier einfach mal vorwärts langfahren. Sie verfehlt. Ich treffe in der Fahrt. 4. Kill. So, 4 Schuss habe ich noch. Und da ist der Centurion. Erster Schuss prallt ab. Er schießt daneben und dann bleibe ich da erstmal so unglücklich hängen.
Der zweite geht durch mit Glück. Und dann wieder einer daneben und jetzt hatte ich noch einen Schuss. Ich krieg ihn One-Hit und der ging sogar durch. Da hatte ich mega Glück, dass der durchging. Weil mit dem nächsten Schuss hätte er mich gekillt. So, das war der fünfte Kill der Centurion und jetzt haben wir noch drei Gegner. Löwe und Ferdinand in der Stadt und noch ein T71, der da oben gerade gespottet ist. Aber wie wir sehen, kriege ich weder den Ferdinand noch den Löwen und mache erstmal einen lässigen Move gegen die Kirche. Und jetzt geht es natürlich auf die Suche nach dem T71. Ich weiß gar nicht, ob er unsere Adi gekillt hat, ich habe das nicht beobachtet. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ihn jetzt suchen. Und natürlich fährt man erstmal zu der Position, wo er als letztes aufgedeckt war. Der eine Super Pershing bewegt sich da ebenfalls hin. Aber wie sich rausstellt, wird er hier oben nicht mehr sein, wo er das letzte Mal gespottet war. Dann dachte ich, er hat sich vielleicht in der Kuhle hinten versteckt, in dem Loch, wo sich die Art immer hinstellt. Um halt zu hoffen, dass ihn keiner findet und wir zu Ende cappen und er überlebt. Aber auch in dem Loch ist er nicht anzutreffen. So, dann lasse ich mal den Super Pershing jetzt die Einserlinie runterfahren. Wer weiß, vielleicht steht er da. Und dann brauche ich ja den nicht hinterherfahren oder vorfahren, beziehungsweise. Ich fahre jetzt hier frontal zu K1, weil ich ihn da nämlich vermute. Ich schreibe nochmal in Chat, dass sie bitte nicht cappen sollen. Jetzt fahren sie nämlich, wird nämlich schon der zweite in Cap. Hätte mich schon wieder aufregen können. Weil ich wollte natürlich meinen Krieger voll machen. Und da ist auch schon bei J2 der T71 mit 117 HP. Das heißt, ich krieg ihn One-Hit, aber er kriegt auch mich One-Hit. So, erster Schuss geht daneben. Er verzieht sich nach hinten. Und natürlich war das jetzt recht gefährlich, jetzt ist, rechts runter zu fahren, weil man dann schnell mal die Kette verliert. Aber ich dachte mir, YOLO. Erster Schuss geht daneben. Er schießt auch daneben. Und mit dem zweiten Schuss kriege ich ihn dann. Krieger. Ich betone nochmal, es war das letzte Gefecht mit der Bulldog. Und ihr seht jetzt im Hintergrund hier die Gefechtsauswertung. Es waren 30.000 Credits, habe ich plus gemacht. 2.700 Schaden, 1.300 Erfahrung. Also roh natürlich und mit Premium und mal 2 waren es dann 4.100 Erfahrung. Ist das schön, Leute. Das war echt geil. Mein drittes Gefecht heute überhaupt. Dann gleich eine Meisterhand. Und das im letzten Gefecht mit der Bulldog vorm T49. Ja, gut, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ihr habt natürlich nochmal die Details des Replays in der Beschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.